Jetzt kommen wir erstmal zurück nach Deutschland. Und da muss ich sagen, ich finde es richtig großartig, dass es ihn gibt. Aber gleichzeitig auch sehr traurig, dass es ihn geben muss, nämlich den Kältebus der Berliner Stadtmission. Seit 20 Jahren ist der blaue Bus inzwischen in der Hauptstadt unterwegs. Von November bis März fährt er durch die Nacht und rettet in Berlin Obdachlose vor dem Erfrieren. Denn für Menschen auf der Straße ist jede Winternacht neu ein Kampf ums Überleben. Zielsicher steuert Ludwig Grünert den Alexanderplatz an, helle Mitte der Hauptstadt und zugleich Anziehungspunkt für Gestrandete. Hier finden er und seine Kältebuskollegin Sandra Wonde jede Nacht Obdachlose, die mit der Winterkälte kämpfen. Heute ist es Monika, 48 Jahre alt. Ich tue mir abends immer rumtreiben. Ich kann nicht zuhören, ich hab niemand weiter. Ich bin allein. Jetzt fahren wir in eine Frauennotunterkunft. Da sind nur Frauen. Mann weg, Wohnung weg, Kinder weg, erzählt Monika. Seit einem halben Jahr lebt sie auf der Straße. Das Kältebus-Team hört zu, stellt aber keine unbequemen Fragen. Sie wollen Wärme schenken, auch zwischenmenschlich. Niemand soll draußen erfrieren. Es gibt einige, die vielleicht ohne Lebensmut der Kälte nichts mehr entgegensetzen können oder wollen. Und dabei unterschätzen, dass es kritisch werden kann, wirklich lebensbedrohlich. Monika wird die Nacht in einer Notunterkunft für obdachlose Frauen verbringen. Ein sicheres, warmes Bett und vielleicht ein erster Schritt zurück ins Leben. Seit 20 Jahren ist der Kältebus der Stadtmission im Einsatz. Das Geld kommt überwiegend von Spendern. Ludwig Grünert ist diesen Winter hauptamtlicher Fahrer. Sandra Wonde hilft alle zwei Wochen ehrenamtlich. Pausenlos nimmt sie Anrufe von besorgten Bürgern entgegen. Oh, das hört sich aber nicht gut an. Mehrere Anrufer aus Berlin-Lichtenberg haben von einer Frau berichtet, die allein in einem Park liegen soll. Und? War bei dir was? Nee, hier ist es auch leer. Bei Frauen machen sich die beiden besonders Sorgen, denn sie sind gefährdeter allein auf der Straße. Kurz nach Mitternacht, minus 5 Grad, nach 20 Minuten Suche finden sie die Frau im Schlafsack auf einer Parkbank. Guten Abend. Hier ist der Kältebus. Wir sind ja vom Kältebus. Guten Abend. Die Frau wundert sich über die Aufmerksamkeit. Sie heißt Miriam, ist 50 Jahre alt. Bei warmem Kaffee vom Kältebus-Team erzählt sie, dass sie eigentlich eine Wohnung hat. Hier draußen sei sie jetzt nur, weil sie ihre neue Winterjacke mal richtig testen wolle. Warum sind Sie denn lieber draußen im Park als in Ihrer Wohnung? Weil die Luft hier besser ist. Als im Haus stinkt's, brennt sie, knallt sie laut. Danke. Ist sie nicht kalt? Nee, noch nicht. Für alles hat sie eine Erklärung parat. Auch für die prallvollen Taschen, die rund um ihre Parkbank stehen. Aber Sie haben eine ganze Menge mit rausgebracht hier an die Bank. Ich war auch einkaufen. Miriam lässt sich noch ein paar Notunterkünfte empfehlen, aber mitkommen will sie nicht. Für das Kältebus-Team ist jetzt Geduld gefragt. Sandra hat es gerade gesagt, müssen wir dranbleiben, hat sie gemeint. Sieht, ja, das, was sie sagt, passt nicht zu dem Bild. Also mal ausprobieren, draußen zu schlafen. Ja, ich finde immer, dass Frauen ja zurückhaltender sind und oder eben vielleicht auch eine andere Geschichte erzählen. Halt und da. Aus Scham. Ja, so würde ich das sagen, ja, aus Scham. Um 2:30, kurz vor Ende ihrer Tour, sind die beiden in Kreuzberg unterwegs. Wieder folgen sie einem Hinweis von Anwohnern. Unter einer Brücke finden sie einen Verschlag aus Plastikplanen. Wir sind vom Kältebus, nicht erschrecken. Plötzlich raschelt es in der Dunkelheit. Nicht erschrecken. Oh, sie stehen da die ganze Zeit so ruhig. Haben gar nichts mit dem Wort gesagt. Wir sind vom Kältebus. Hallo. Vom Kältebus sind wir. Ja, hallo. Hallo, mein Name ist Toni. Er heiße Toni, sagt der Mann, komme aus Eritrea. Seit 8 Wochen ist er in Berlin. Er habe kein Geld, wisse nicht wohin. Aber mitkommen im Kältebus, das ist ihm auch nicht geheuer. Flüchtlinge, erzählen die beiden vom Kältebus, sind die neuen Gesichter der Obdachlosigkeit. In den nächsten Wochen werden sie immer wieder nach Toni, Miriam, Monika und den anderen gucken. Denn der Winter ist noch lang und niemand soll erfrieren auf den Straßen der Hauptstadt.